Ob man es nun mag oder nicht, World of Warcraft fesselt nach wie vor Millionen Spieler. Einen Großteil seiner Faszination schöpft das Online-Abenteuer natürlich aus seinem reichhaltigen Universum. Also werfen wir doch mal einen Blick darauf, was in der Welt von Warcraft bislang so passiert ist. Wer WoW und die Warcraft-Strategiespiele noch nicht gespielt hat, den muss ich an dieser Stelle allerdings vor Spoilern warnen, denn so eine Geschichte lässt sich eben schwer erzählen, ohne die Geschichte zu verraten. Schon im ersten Warcraft fallen die grünhäutigen Orks durch das dunkle Portal im Menschenreich Azeroth ein, nachdem sie der Dämonenlord Kil'jaeden auf ihrem Heimatplaneten Draenor in Blutrausch versetzt hat. Die orkische Horde überrennt das Land und steht schon kurz vor dem Sieg, doch eine Allianz aus Menschen, Elfen, Gnomen und Zwergen wendet in Warcraft 2 das Blatt und verfolgt die Grünhäute sogar nach Draenor, um dort den Oberschamanen Ner'zhul zu bekämpfen. Der öffnet in seiner Verzweiflung zahlreiche Dimensionstore, die den Planeten letztlich zerreißen und das dunkle Portal zerbröseln. Tja, dumm gelaufen für den Orkflüsterer Kil'jaeden und seine Dämonenkollegen von der brennenden Legion, die es schon lange auf Azeroth abgesehen haben, nach der Niederlage der Orks aber den neuen Invasionsplan schmieden müssen. Deshalb verwandelt Kil'jaeden den Ork Ner'zhul in den Lichkönig, sperrt ihn im Eiskrone-Gletscher ein und erteilt ihm den Auftrag, eine Armee von Untoten zu erschaffen. Zum Auftakt von Warcraft 3 befreit der Ork-Schamane Thrall seine in Azeroth gefangenen Volksgenossen und segelt mit ihnen zum Kontinent Kalimdor, um dort eine neue Heimat zu gründen und sich gegen ein drohendes Unheil zu wappnen, vor dem ein mysteriöser Prophet gewarnt hat. Wir helfen euch, das Orakel zu finden. You no longer need to sacrifice for your people. Währenddessen grasiert im Königreich Lordaeron eine Art Zombie-Seuche. Klar, da steckt der Lichkönig Ner'zhul dahinter. Der junge Prinz Arthas kämpft erbittert gegen die Untoten und folgt dem Bösen bis zum eisigen Kontinent Nordend, wo er die mächtige Runenklinge Frostgram erbeutet. Damit erringt er zwar den vorläufigen Sieg, wird aber auch vom Lichkönig verdorben. Als Todesritter und Heerführer der untoten Geißel kehrt Arthas nach Lordaeron zurück, erschlägt seinen Vater, den König, und zerstört seine Heimat. Dabei verwüstet Arthas auch das Land der Hochelfen und verwandelt die Elfenheldin Sylvanas Windläufer in eine untote Banshee. Am Sonnenbrunnen der Hochelfen beschwört der untote Prinz schließlich den Dämonenlord Archimond, der die Invasion der brennenden Legion startet. Die dezimierten Hochelfen ändern ihren Namen derweil in Blutelfen. Thralls Horde verbündet sich auf Kalimdor mit den Trollen und Tauren. Um die Orks wieder auf die Seite der Dämonen zu ziehen, entfacht der Grubenlord Manoroth in ihnen erneut den Blutrausch. Doch an der Seite von Thrall kann Grom Höllschrei den Fluch endgültig bannen, indem er Manoroth erschlägt und dafür sein Leben opfert. Daraufhin schließt sich die Horde in Kalimdor mit der Allianz sowie den einheimischen Nachtelfen zusammen. Gemeinsam besiegen sie Archimond in der Entscheidungsschlacht am Weltenbaum und verhindern so die dämonische Invasion. Zumindest vorerst. Nach dem Sieg über die Dämonen leben Allianz und Horde einigermaßen friedlich nebeneinander. Aber Moment, da gibt's ja noch die Untoten. Deren Lichkönig Ner'zhul will sich im Warcraft 3 Add-on The Frozen Throne endgültig von Kil'jaeden und Co. lösen. Deshalb ruft er Arthas zu sich, der ihn aus dem Gletscherknast befreien soll. Kil'jaeden wiederum spannt den machthungrigen Nachtelfendämonenjäger Illidan Sturmgrimm ein, der den Lichkönig vernichten soll und sich gemeinsam mit seiner Armee aus Naga-Schlangenwesen einen Wettlauf mit Arthas Untoten liefert. Die verwandelte Sylvanas Windläufer kann sich derweil vom geschwächten Lichkönig lossagen und sammelt weitere unabhängige Untote um sich. Sie nennen sich die Verlassenen.
Sylvanas sinnt auf Rache an Arthas, vertreibt die verbliebenen Dämonenlords und beansprucht das zerstörte Lordaeron als neue Heimat. In Nordend besiegt Arthas schließlich Illidan im Zweikampf und besteigt den Thron von Eiskrone. Hier verschmilzt er mit dem Lichkönig Ner'zhul und wird so selbst zum neuen Herrscher der Untoten. Der verletzte Illidan flüchtet derweil ins zersplitterte Draenor jenseits des dunklen Portals. Die Untoten ziehen sich vorerst komplett nach Nordend zurück und ihr neuer Lichkönig Arthas, einst der Prinz und letzte Hoffnungsträger Lordaerons, ruht auf seinem eisigen Thron und wartet. Auszeit von Arthas gibt den Völkern Azeroths Gelegenheit zur Erholung. Menschen, Zwerge und Gnome bauen ihre Heimat wieder auf und bilden gemeinsam mit den Nachtelfen die neue Allianz. Die Spitzohren beginnen zudem mit der Heilung des abgefackelten Weltenbaums Nordrassil und gründen ihre neue Hauptstadt Darnassus auf dem frisch gepflanzten Baum Teldrassil. In Kalimdor erschafft Thrall ein neues Orkreich namens Durotar. Nahe dessen Hauptstadt Orgrimmar siedeln sich zudem die verbündeten Dunkelspeertrolle an, während die naturverbundenen Tauren über ihre grüne Heimat Malgor wachen. Damit hätten wir schon mal drei Mitglieder der neuen Horde. Das vierte sind die Verlassenen, die unter der Banshee-Königin Sylvanas Windläufer ihre Macht in den Ruinen Lordaerons festigen. Und auch wenn sich Allianz und Horde gegenseitig misstrauen, herrscht doch zumindest ein brüchiger Friede, indem man als frisch gebackener World of Warcraft-Held seine ersten Schritte wagt. Nachdem in Azeroth zahlreiche Feinde wie der Feuerlord Ragnaros, die Drachen Onyxia und Nefarian, der alte Gott Ketun und der Lich Kel'Thuzad besiegt wurden, öffnet der Verdammnislord Kazak in The Burning Crusade erneut das dunkle Portal ins zersplitterte Draenor. Während die Dämonen der brennenden Legion durch das Portal in Azeroth einfallen, führen Allianz und Horde ihrerseits eine Expedition in die Scherbenwelt. Unterstützt werden sie dabei durch zwei weitere Völker. Die einheimischen Draenei verbünden sich mit der Allianz. Und die Blutelfen schwören der Horde die Treue. Gemeinsam halten sie nicht nur die erneute Invasion der brennenden Legion auf, sondern treffen auch auf den wiedererstarkten Illidan samt seiner Gefolgsleute. Im Schwarzen Tempel, einer ehemaligen Zitadelle der Draenei, muss der dämonenfreundliche Ex-Dämonenjäger schließlich für seine Untaten büßen. Also alles gut, denkste. Illidans Mitstreiter, der Blutelfenprinz Kel'Thas Sonnenwanderer, kehrt zu seinem Volk zurück und verrät es. Mit Hilfe des Sonnenbrunnens will er den Dämonenlord Kil'jaeden nach Azeroth beschwören. Erst im letzten Moment halten ihn Allianz und Horde auf. Der verdorbene Sonnenbrunnen wird endlich gereinigt. Nach einiger Zeit des Friedens greifen in Wrath of the Lich King plötzlich wieder die Untoten an, denn der Lichkönig Arthas ist erwacht. Mit der Macht seines Runenschwerts Frostgram erweckt er sogar tote Drachen zum Leben. Hier befreit sich die Frostwürmkönigin Sindragosa aus dem Eis. Thrall entsendet eine Expeditionsarmee unter dem Befehl von Garrosh Höllschrei, des Sohnes von Grom Höllschrei, ins frostige Nordend. Zugleich kehrt der lange vermisste Menschenkönig Varian Vryn nach Sturmwind zurück und schickt ebenfalls eine Streitmacht zum eisigen Dach der Welt. Derweil lässt Arthas neue Todesritter ausbilden, stößt dabei jedoch auf den Paladin Tyrion Fordring, der ihn zurückschlagen kann. Die verbliebenen Todesritter sagen sich daraufhin von der Geißel los und schließen sich Horde oder Allianz an. Fertig ist die neue Heldenklasse. Schließlich zieht eine Heldengruppe an der Seite von Sylvanas Windläufer und der Menschenmagierin Jaina Prachtmeer zum Eiskrone-Gletscher, um Arthas zur Rechenschaft zu ziehen.
Im entscheidenden Duell mit dem Lichkönig zerschmettert dann Tyrion Fordring das verfluchte Runenschwert Frostgram und befreit dabei unzählige Seelen, die sich auf Arthas stürzen. Als der verräterische Prinz stirbt, will sich Tyrion als sein Nachfolger opfern. Um die Untoten im Zaum zu halten, muss es nämlich immer einen Lichkönig geben. Statt Tyrion nimmt dann aber der Menschenkommandant Bolvar Fordragon auf dem Frostthron Platz und lässt sich zum neuen Herrscher krönen. So endet die Bedrohung durch die Untoten. Tja, Arthas ist Geschichte, doch zwischen Azeroths Kontinenten lauert schon neues Unheil. Der schwarze Drache Todesschwinge erholt sich in den Tiefen des Elementarreichs von seiner Niederlage gegen die übrigen vier Drachenaspekte, wird dabei aber von den alten Göttern endgültig in den Wahnsinn getrieben. Der Flattermann verlässt seinen Unterschlupf, verheert die Welt und strebt die Stunde des Zwielichts an, in der die alten Götter erneut herrschen und alles Leben vernichten sollen. Durch Todesschwinges Zerstörungswut zerbröckelt auch der alte Graumähnenwall vor Gilneas, sodass sich die dahinterlebenden Worgenwehrwölfe der Allianz anschließen können, während die Horde die gestrandeten Goblins aus Khesan aufnimmt. Da wegen Todesschwinge die Elemente immer mehr außer Kontrolle geraten, verlässt Thrall seine Hauptstadt Orgrimmar und widmet sich wieder dem Schamanenstudium. Gute Idee, blöd nur, dass sein impulsiver Stellvertreter Garrosh derweil einen neuen Krieg mit der Allianz anzettelt und im Zweikampf gar den Taurenanführer Cairn Bloodhoof tötet. Derweil bedroht der von Todesschwinge wiedererweckte Feuerlord Ragnaros erneut den Weltenbaum Nordrassil. Ein Schlachtzug von Sterblichen vernichtet den Flammenboss jedoch in den Feuerlanden. Und Thrall schafft es schließlich, eine stärkere Verbindung zu den Elementen aufzubauen und verbündet sich mit den vier Drachenaspekten um die Lebenswächterin Alexstrasza. Gemeinsam mit einigen Helden schaffen sie es, Todesschwinge die Flügel zu stutzen. Der Weltuntergang ist abgewendet. Nach dem Sieg über Todesschwinge will der neue Kriegshäuptling Garrosh in Mists of Pandaria den Einfluss der Horde vergrößern, indem er die Menschenstadt Theramor mit einer Mana-Bombe auslöscht. Dadurch eskaliert der Konflikt mit der Allianz endgültig. Nach einer erbitterten Seeschlacht stranden die Truppen von Horde und Allianz auf der nebelumhüllten Insel Pandaria. Dort treffen sie auf die gutmütigen Pandaren, die ihre negativen Gefühle im Zaum halten, denn Hass und Gewalt locken die bösen Schar hervor. Die Schar sind die Verkörperung einer dunklen Macht, die dem alten Gott Yasharai entstammt, der unter Pandaria begraben liegt. Allianz und Horde verbünden sich schließlich mit den Pandaren gegen diese Bedrohung. Weil Garrosh zunehmend rücksichtsloser nach Artefakten der Macht sucht und die Allianz erneut attackiert, weckt sein Hass nämlich auch die Schar, die Pandaria ins Chaos stürzen. Zugleich stellen sich immer mehr seiner Gefolgsleute gegen Garrosh, selbst der Trollanführer Vol'jin rebelliert. Dennoch gelingt es Garrosh, das Herz des Gottes Yasharai zu erbeuten und sich damit nach Orgrimmar zurückzuziehen. Weite Teile der Horde arbeiten nun sogar mit der Allianz zusammen, um ihren von schrecklicher Macht erfüllten Häuptling zu bezwingen. Nach langem Kampf muss sich Garrosh letztlich geschlagen geben. Bevor ihn Thrall aber hinrichten kann, greift König Varian Vryn ein und fordert, dass sich der entthronte Oberorg vor allen Völkern Azeroths verantworten soll. Zum Prozess überführt man Garrosh nach Pandaria, doch noch vor dem Urteil kann er mit Hilfe des bronzenen Drachens Kairos Dormu entkommen, der ihn in die Vergangenheit reisen lässt. Let him stand trial in Pandaria. Sein Zeitsprung führt Garrosh ins alte Draenor, die ursprüngliche Heimat der Orks. An diesem Punkt der Vergangenheit steht sein Volk unmittelbar vor der Versklavung durch die Dämonen. In der bekannten Geschichte verfielen die Orks daraufhin in einen grenzenlosen Blutrausch und durchschritten das dunkle Portal, das der machthungrige Orkschamane Gul'dan in Draenor erbaut hatte. Der Menschenmagier Medivh, damals besessen vom Dämonenoberhaupt Sargeras, errichtete das Gegenstück in Azeroth und ermöglichte so die erste Invasion der dämonisierten Orks. In der neuen, alternativen Zeitlinie von Warlords of Draenor verhindert Garrosh allerdings den Blutschwur seines Volkes.
Sein nun gut informierter Häuptlingsvater Grom Höllschrei lehnt die dämonische Macht ab und tötet zusammen mit Garrosh den Grubenlord Manoroth. So entsteht die eiserne Horde, die von den Dämonen unabhängig bleibt, aber nicht weniger kriegerisch ist. Mit dem durch Garrosh gewonnenen Wissen durchqueren die Grünhäute nämlich anschließend das manipulierte dunkle Portal und ergießen sich über das Azeroth der Gegenwart. Das lassen Allianz und Horde natürlich nicht auf sich sitzen, verbünden sich erneut gegen die neue, alte Bedrohung und starten den Gegenangriff auf Draenor. Frieden, den wird es hier so schnell nicht geben, aber das Universum heißt ja auch nicht Peacecraft.